Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Modern Warfare Video. Ich habe für euch mal alles zusammengefasst, was es in dem neuen Patch gibt. Ich nehme das Ganze jetzt am Abend, bevor der Patch rauskommt, auf. Die Informationen, die ihr jetzt hier bekommt, sind zu 90% richtig. Es kann natürlich sein, dass irgendwas Neues dazugekommen ist, beziehungsweise man manche Sachen vielleicht einfach ein bisschen genauer weiß. Ich glaube, man bekommt dadurch aber trotzdem einen richtig guten Überblick, was es alles Neues gibt in dem neuen Patch. Und ich gebe euch jetzt gleich mal eine kleine Zusammenfassung für die, die vielleicht nicht ganz so viel Zeit haben. Und zwar gibt es eine neue Waffe, und zwar die MK9 Brun LMG. Es gibt ein neues Gunsmith Update, die neue Obsidian Tarnung ist jetzt im Game. Es gibt einen neuen Warzone Auftrag, und zwar Most Wanted heißt der. Shoot the Ship kehrt zurück, und außerdem gibt es doppelte Waffen, Battle Pass und halt allgemein EP. Und auf das Genauere gehen wir jetzt einfach ganz easy ein. So, als erstes kommt jetzt mal ein bisschen anderer Punkt, und zwar geht es um den Download. Ich weiß nicht, warum das jetzt bei dem anders gemacht ist. Und zwar wird es so ablaufen, dass man zwei separate Downloads hat. In Europa kommt der Patch um 8 Uhr morgens raus, das heißt, wenn ihr das Video seht, ist er schon draußen. Das Ganze läuft so ab: Wenn das Update live ist, dann kann man den Patch ganz normal runterladen. Wenn man allerdings ein Besitzer von Modern Warfare Multiplayer ist, also sich das Spiel quasi ganz normal gekauft hat, dann muss man nach dem ersten Download noch so ein Datenpack DLC installieren. Während dem Download ist allerdings Warzone verfügbar, also man kann dann gleich mal in eine Runde reingehen und schon mal ein bisschen zocken. Bei den Free-to-Play-Spielern, die nur Warzone haben, ist das egal, bei denen ist dieses Datenpack dann nicht dabei. Und ja, beide Seiten müssen nach dem Installieren das Game einfach neu starten, und dann funktioniert alles. Und dann kommen wir auch schon zu dem ersten cooleren Punkt, und zwar gibt es einen neuen Gunsmith bzw. ein Update dafür. Das Ganze läuft jetzt so ab, dass man sich bei seiner Waffe, wenn man verschiedene Varianten hat von diesen Blueprints, kann man sich die jetzt einfach willkürlich, wie man will, zusammenbauen. Ja, man sieht es jetzt im Hintergrund, und zwar ist das eine AK-47, und die hat jetzt zum Beispiel 5 verschiedene Blueprints, also das ist ganz einfach eine Kombination aus 5 verschiedenen. Jetzt zum Beispiel im Hintergrund aus Upper Hand der Kompensator, Sand Sweeper das Visier, Steel Curtain den Vordergriff, Pink Perforator das SMG Magazin und dann hinten halt nochmal ein anderes. Das einzige, bei dem ich mir nicht sicher bin, ist, wie das Ganze abläuft, weil dieser Pink Perforator Skin ist normalerweise komplett, ja, pink, wie der Skin halt heißt, und hier ist das Magazin jetzt schwarz. Also ich weiß nicht, ob sich daran irgendwas zurücksetzt oder das halt einfach nicht so, keine Ahnung, ganz funktioniert. Muss man mal abwarten, aber ich glaube, dass da auf jeden Fall sau die coolen Kombinationen rauskommen könnten. Dann kommen wir auch schon zu einem bisschen größeren Thema, und zwar gibt es eine neue Waffe. Das Ganze ist die MK9 Brün LMG. Auf ihrer Seite haben sie geschrieben, dass das LMG hohe Genauigkeit und mittleren Schaden hat. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil so ein LMG, das sich so richtig nice spielen könnte, wäre auf jeden Fall geil. Das Ganze ist, glaube ich, ein Remake von der M249 Saw oder so aus den anderen Call of Duties. Freischalten kann man die Waffe entweder durch eine Waffen-Challenge oder durch das Encryption-Bundle, das man sich im Store kaufen kann. Die Waffe heißt dann The Glitch. Und da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt. Vielleicht kann man sie die ja irgendwie in so eine AR-mäßig umbauen. Fände ich auf jeden Fall richtig geil, wenn die ein bisschen mobiler wäre. Aber müssen wir mal abwarten. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Außerdem ist neu im Store ein neues Bundle, und zwar Fireclaw 3 mit einem neuen Operator für den Krüger-Skin. Und außerdem eine neue, ja, Waffen-Blueprint, sage ich jetzt mal, für die AOG ist es, denke ich. Und die sieht sogar wirklich geil aus, finde ich, mit dem Tiger drauf. Ist echt nice, aber kostet da bestimmt wieder 20 € oder so und ist deshalb absolut überteuert. Jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte, finde ich, in den Patch Notes. Und zwar gibt es jetzt eine neue Tarnung, und die heißt Obsidian. Zum Stand, wo ich das jetzt aufnehme, gibt es noch keine Fotos dazu oder irgendwelche, ja, Informationen, wie man die freischalten kann. Man weiß bloß, dass man für Obsidian kein Damaskus benötigt. Es ist einfach so, dass nach den Gold-Herausforderungen ja einfach neue Herausforderungen kommen, und mit denen kann man sich dann Obsidian freischalten. Ich denke mal, dass es einfach extrem lang dauert, um sich Obsidian freizuschalten. Auf ihrer Seite haben sie dazu geschrieben, die Camo ist a true sign of mastery. Das Ganze bedeutet in Deutsch ganz einfach, dass man ja viel zu viel Zeit mit der Waffe verbracht hat. Ne, es ist auf jeden Fall geil, dass einfach so geile neuen Tarnungen dazukommen für Leute, die dann einfach extrem grinden wollen, wenn sie eine Lieblingswaffe haben. Und das dann halt auch ein bisschen zu, ja, zeigen und vor allem in Warzone irgendwie zur Schau stellen, ist auf jeden Fall geil. Und am Ende werde ich wahrscheinlich auch irgendeine bestimmt da mal hochspielen. Dann kommen wir auch schon zum vorletzten richtig geilen Punkt, und zwar gibt es einen neuen Warzone-Auftrag.
Das Ganze heißt Most Wanted. Wenn man den aufsammelt, dann läuft das Ganze so ab. Und zwar macht man sich selbst zum Ziel für alle Teams in Verdansk. Das heißt einfach für alle Teams auf der kompletten Map. Ich schätze mal, die wissen dann einfach, wie halt momentan, wenn man Bounty hat mit so einem gelben Kreis, wo man ungefähr ist. Ja, es ist halt einfach wirklich heftig, wenn die komplette Map weiß, wo man ist. Allerdings, wenn man das Ganze überlebt, bekommt man auch einen absolut geilen Reward. Und zwar einen Respawn-Token für das komplette Squad. Und das ist halt eigentlich schon wirklich heftig, wenn man einmal den Gulag komplett überspringen kann und sofort wieder einsteigen darf. Gerade für Spieler wie uns, wir versuchen ja immer richtig viele Kills zu machen, finde ich, ist das ein richtig geiler Auftrag. Wenn dann die Gegner herpushen und einen killen wollen, dann kann man bestimmt richtig viele Kills sich abstauben. Könnte auf jeden Fall richtig Bock machen. Und dann haben wir als letztes noch eine kleine Information, und zwar kehrt mit dem neuen Update Shoot the Ship zurück. Und vom 1. Mai bis 4. Mai gibt es Doppelwaffen, Battle Pass und allgemein EP. Das Ganze ist einfach das Wochenende von Freitag bis Montag. Und Shoot the Ship ist ganz einfach die Playlist von Shoothouse und Shipment. Okay, das war's dann auch schon mit den Patch Notes. Gibt auf jeden Fall einige neue coole Sachen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Patch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Grinden von der Obsidian-Tarnung. Bis dann und ciao.